Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Bioshock. Ach ja, genau. Wir hatten eine Zwischenfolge jetzt. Die letzte Folge war, glaube ich, 33. Die ist aber verloren, beziehungsweise durch technische Schwierigkeiten nicht hochladbar. Auf jeden Fall nicht in Ordnung. Und deshalb ist das jetzt, glaube ich, 33 oder 34, eins von beiden. Und in der Folge, die ihr nicht gesehen habt, sehen werdet, hatten wir den Aufzug. Den Code haben wir gefunden, beziehungsweise wir sind runtergefahren und wir haben das Versuch 192 gekriegt. Und ich habe wieder keine Uhr. Moment. Und durch dieses Versuch 192 passiert andauernd das hier. Unsere Plasmide, genau, die wechseln willkürlich. Und dass wir da irgendwas dran ändern können. So, die Uhr habe ich jetzt. So, Start. Ja, und wir müssen jetzt eine zweite Dosis Versuch 192 bekommen. Ich denke, wir gucken mal, dass wir da irgendwie dran kommen. Ja, und unsere Muni wird langsam immer knapper. Wir sollten erstmal gucken. Was haben wir? Was haben wir? Was haben wir? Wir nehmen das hier. Erst einmal alles durchladen. Kann man hier aber noch? Ja, hier können wir auch noch durchladen. So, hier haben wir 100 Filme. Da wollte ich nichts machen. Hallo? Nee, ich wollte. Ja. So, einmal kurz den Flammenwerfer nachladen. Ich glaube, den nehmen wir jetzt auch mal. So, wo ist die Kamera? Was haben wir? Wir haben Abfackeln, ja. Gut, dann laufen wir schnell durch. Das passt schon, das passt schon, das passt schon. So, okay, hat gepasst. Oh, hallo. Jetzt ist er tot, okay. Ist das nicht hier, wo der Aufzug ist? Wer ist das? Okay, gucken wir mal, dass wir den Aufzug, ach, den Aufzug, den Automaten hacken können. Aha, oh. Zack. Geradeaus, 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 geradeaus. Ich brauche ihn geradeaus. Hallo, hallo, geradeaus, geradeaus. Hallo, schnell. Da. Ah, nein. Okay. Dann nehmen wir einfach den hier, einen Autohacker. Zack. Energie nehmen. Und was können wir kaufen? Wir haben nur noch zwei Verbandskästen. Dann kaufen wir uns Verbandskästen. Die sind jetzt erstmal wichtiger. Wow. Okay. Ach, wir werden von oben angegriffen. Okay, dann schnell weg hier. Ah, da ist eine Treppe, die müssen wir rauf. Okay. Nimm das! Ich wollte nur ein bisschen Gesellen! Diese Hits! Okay, der Flammenwerfer ist zwar ziemlich cool und auch relativ stark, allerdings müssten wir dafür zu viel draufhalten. Ich werde dich mit meiner Rasse. Alter, die Armbrust ist ja richtig stark. Wow, ich glaube, da nehmen wir mal die Armbrust. Das Dumme ist nur, die ist, was das Schießen angeht, nicht allzu schnell. Also schnelle Gegner trifft man nicht so gut damit. Warte, der will, dass wir runtergehen. Müssen wir auf diese Etage? Ja, müssen wir. Haben die was? Nein, die haben nichts. Okay, wir müssen hier hin. So, hier rein. Nee, ist doch hier die Tür. Was zeigt ihr mir denn? Oh, da kann ich jetzt nicht so viel nach. Geht das? Kann ich das hier mit abschießen? Ja, das geht. Okay. Oh, super, jetzt kommen auch meine Freunde hier. Hier kommen wir rum, hier kommen wir rum. Oh, hallo. So, was haben wir hier? Eine Leiche. Noch mehr Freunde. Hier liegt. Nee, was ist da? Ach, eine Genbank. Okay, was. Nee, macht sowieso jetzt keinen Sinn. Wir kriegen ja sowieso durcheinander gemischt hier die Plasmide.
Was haben wir jetzt? Das Plasmid haben wir noch gar nicht, ne? Cyclone Trap 2. Oh. Oh. Das sieht fies aus. Oh, eine Kassette. Klinischer Versuch, Protector System Plasmid, Charge Nummer 255, Dr. Souchon, Kunde Ryan Industries. Ein sehr frustrierender Tag. Ich kriege die verdammten Big Daddies einfach nicht auf diese kleinen Gören geprägt. Die Beschützerhaltung baut sich einfach nicht auf. Papa Sutter! Ja, hau ab! Vielleicht, wenn ich dieses genetische... Papa Sutter! Weg da! Papa Sutang, Papa Sutang, Papa Sutang, Papa Sutang. Hau ab, du dreckiges kleines Miststück! Okay, ich denke, da ist was schiefgelaufen. Jetzt haben wir das zweite Versuch 192. Und wir können wieder unsere Telekinese. Du bist jetzt frei. Souchons Drogen sollten keinen Einfluss mehr auf dich haben. Nimm die Tauchkugel zum Point Prometheus. Es wird Zeit, dass diese Angelegenheit ein Ende findet. Neues Ziel, gehe zum Point Prometheus. Was ich sagen wollte, ist, wir können jetzt endlich wieder zwischen unseren Plasmiden wechseln, wie wir das wollen. Ich wollte niemanden verletzen. Okay, wir hauen das ab. Okay, hier ist. Oh. Alter, was will der von mir? Oh, diese Typen, die verschlucken die Muni wie. Keine Ahnung. Oh, Medikit Expert 3. Wir haben 2, dann wechseln wir 2 gegen 3, dann passt das. Oh, warte, warte, warte. Das können wir doch mit dem hier mitnehmen. Nee, das. Nein! Ich will. Wo ist das? Oh, jetzt ist das. Das will ich mitnehmen. Da bin ich gut drin! Ich hasse! Ja, gut, das mit dem Tanzen beibringen ist, wird dann wohl nichts, mein Freund. So, jetzt hauen wir aber ab hier. Nein, ich will doch nur. Wo ist es? Das will ich doch nur. Geht's noch weiter rauf? Nein, es geht hier. Hallo? Und boom! Auch Telekinese ist schon der Hammer. So. Wo müssen wir denn jetzt hin? Sollen wir jetzt doch runter? Mal rauf, mal runter. Jetzt zack, hier links. Was haben wir hier? Okay, ein Geschütz. So, jetzt aber. Erstmal kurz hier Pause. Ach, hier? Wieso sollen wir denn jetzt hier hin? Macht das etwa einen Unterschied, wo wir jetzt. Der Herr erbarme sich undankbares Dreckstück! Er wollte dich retten und du hast drauf geschissen! Wir hätten doch auch dann auf der anderen Seite runtergehen können. Was ist das für ein Unsinn hier mit dem Pfeil? Nur zu! Ja, den können wir nicht mehr durchsuchen. Wie schade. Was haben wir hier? Eine MP. Boah, wir haben kaum noch Muni. Oh, und auch noch ein Alarm. Ist klar. Armbrust. Genau. Okay, durchladen. Schnell laufen, schnell laufen. Lauf doch schneller, Alter. Lauf, 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 lauf. Ich weiß nicht, was wir müssen. Lass mich in Ruhe! Du Arsch!
Okay, die Armbrust ist wirklich sehr gut, wenn man denn dann trifft. So, alle durchsuchen. Hallo. Ich hab mich im Griff, wenn es sein muss. Nimm das. Was, der lebt noch? Alter, was ist denn das für ein Gegner? Okay, wir laufen jetzt so gut wie es geht einfach hier durch. Schnell hier durch. Fontaine ist der Mann, der dir beisteht. Mhm. Sehr dubios. Oh. Fontaine ist der Mann, der dir beisteht. Nein, ich glaube nicht. Aufzug rufen. Der Aufzug ist doch hier. Du hast den Bann gebrochen. Aber all dein Geld auf die Gänsemutter zu setzen, ist ja nicht so, dass du noch nie auf die Nase gefallen wärst. Du weißt, was ich meine. Geh zum Paul Prometheus. Wir regeln das wie Männer. Du, ich, ein U-Boot und mehr Adam, als du dir vorstellen kannst. Aha, das klingt wie ein Endkampf. Die Vision eines Mannes, die Rettung der Menschheit. Mhm. Point Prometheus. Und dann sollen wir gegen Fontaine kämpfen. Ah, und die Armbrustbolzen, die werden hier auch immer knapper. Fallenbolzen, nee. Okay, dann ab zum Point Prometheus. Wo ist der? Da ist der, okay. Leuchtet direkt auf, ja. Simpel. Oh, da bin ich mal gespannt. Ja, doch sehr gespannt. Aber irgendwie wage ich es sehr stark zu bezweifeln, dass das jetzt wirklich ein Endkampf gegen Fontaine wird. Ich denke eher, dass das so ein Feigling ist, der jetzt seine Leute vorschicken wird. Aber wenn das tatsächlich ein Endkampf wird, dann denke ich, wird das nicht allzu leicht. Aber ich habe keine Ahnung. Ah, es geht weiter. Okay. Sind wir da? Wir sind fast da. Okay. Du willst es also wirklich austragen. Ich bin dabei. Aber ich habe das gesamte Adam der Stadt, mein Lieber. Und ich habe auch vor, es einzusetzen. Na, worauf wartest du denn? Schnapp dir den Idioten. Oh, das... Wird also mehr so eine Verfolgungsjagd. Okay, da komme ich jetzt nicht so durch. Ich will nicht brennen. Das könnte schmerzhaft werden. Telekinese, hilft die? Okay, die hilft nicht. Okay, einfach durchspringen. Ach, Feuer ist weg. Ja, okay, dann passt das. Ah, das der Trottel ist genau hinter mir. Ich habe seinen Anblick langsam satt. Ach, da kommen wir nicht durch. Okay, das sollte ein epischer Kampf eigentlich letzte sein. Letzte Chance, Kleiner. Gib auf, dann überlasse ich diesen Schrotthaufen dir und deiner polnischen Verrückten. Wenn du nicht aufhörst, mache ich aus Rapture ein Aquarium. Scheiße, du hast ihn entkommen lassen. Jetzt muss ich erst mal nachdenken. Ja, natürlich. Überhaupt kein Problem. Such einen Big Daddy und analysiere seinen Körper. Ich würde vorschlagen, du suchst dir einen, der bereits tot ist. Gefunden. Siehst du das Steuersystem für den Anzug? Sehr gut. Nimm es dir. Das ist der erste Schritt, um selbst so ein abscheulicher Big Daddy zu werden. Du kommst nur durch die Tür, durch die Fontaine gerade abgehauen ist, wenn eine Little Sister sie für dich öffnet. Und die Little Sisters vertrauen dir nur, wenn du wie einer von diesen ekelhaften Brechern aussiehst, klingst und riechst. Oh, das wird bestimmt cool. Wir sollen zu einem Big Daddy werden. Aber erstmal Waffen-Upgrade. Gut, was können wir denn upgraden?
Den Granatenwerfer haben wir bisher noch gar nicht abgegradet. Und die Armbrust auch nicht. Wobei die hatten erheblich hohen Schaden, die Armbrust. Die Pistole hatten mega niedrigen Schaden, aber ich glaube, es lohnt sich auch nicht wirklich, die abzugraden. Der Granatwerfer ist sowieso ziemlich krass, was den Schaden angeht. Ich denke, ich mache die Armbrust auf. Ja, Bruchwahrscheinlichkeit ist... Nee, Schadenssteigerung. Okay, den Big Daddy, das haben wir jetzt geklaut. Was der da hatte, was liegt hier? Ein Verbandskasten. Du bist das Kolosseum. Du bist super. Du bist das Louvre-Museum. Ein gestörter Splicer. Nein! Daneben. Okay, getroffen. Was hast du vor? Du musst erst zu einem Big Daddy werden, bevor du die Little Sisters rauslocken kannst. Ja gut, dann sag mir mal wie. Die größte Lüge der Welt. Was ist das brutalste und obszönste, das der Menschheit je angetan wurde? Die Sklaverei? Der Holocaust? Die Diktatur? Nein. Das Instrument, mit dem all diese Bosheit erschaffen wurde. Okay, jetzt komme ich nicht mehr mit. Ziel. Werde zu einem Big Daddy. Was rieche wie ein Big Daddy? Innerhalb der Erziehungsanstalt Little Wonders findest du alles Nötige, damit du wie ein Big Daddy riechst. Ah, wir müssen langsam nach und nach alles zusammensammeln. Und dann werden wir zu einem Big Daddy. Oh, das wird gut. Okay, dann würde ich sagen, machen wir da in der nächsten Folge weiter. Und ich hoffe, dass diesmal keine technischen Schwierigkeiten kommen, beziehungsweise da sind. Ja, dann hoffe ich, dass euch diese Folge gefallen hat und bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, dass ihr in der nächsten Folge dann auch wieder einschaltet. Und sage ciao!